Vergebung ist das, was ich lernen muss, was ich üben muss, damit ich sie wahrnehme, wie sie ist. Ich habe im Grunde keine Ahnung, was die Sühne ist. Und ich scheue mich davor, sie als Mittel anzuwenden. Und die Vergebung jedem zuteil werden zu lassen. Jedem. Und solange ich dazu nicht bereit bin, habe ich mir selbst nicht vergeben. Und es rumort immer noch eine tiefe Schuld in mir. Und das lässt mich Gott nicht wirklich erkennen. Das lässt mich nicht im Gewahrsein sein, dass ich jetzt mit Gott bin und dass im Grunde alles gut ist. Ich halte mich immer noch in Trennung, solange ich die Vergebung nicht als das Mittel vollständig anwende. Hier in diesem Traum. Ich brauche sie ja nur hier in diesem Traum. Solange halte ich mich in Trennung. Solange habe ich mir nicht vergeben. Und wieder sage ich, darüber nicht entsetzt zu sein, was ich mir da antue. Es ist nur ein Traum. In Wahrheit braucht es keine Vergebung. In Wahrheit bist du so lieblich, liebt dich der Vater so sehr, das kann ich mit meinem kläglichen Verstand nicht erfassen. Ich kann aber lernen, dahin zu fühlen, mich hinzugeben. Mit Gott zu sein ist einzige Hingabe. Ohne Urteil mich schenken. In jedem Moment, in jedem Augenblick mich schenken, so wie Gott will. Nichts anderes ist meine Aufgabe hier. Nichts anderes ist meine Funktion. Und was tue ich stattdessen? Jetzt bin ich Tag ein, Tag aus damit beschäftigt, all den alten Schlons und Kram und Rotz und so weiter irgendwie wieder loszuwerden. Und wühle ganz schön mächtig da in meinem Ego-Wahn herum. Ich kann es sofort loslassen. Durch meine Entscheidung für Gott. Durch die Vergebung. Durch die vergebende Sicht auf einen jeden. Der Bruder zeigt mir ja nur, wo ich noch nicht vergeben habe. Jedes Urteil zeigt mir, dass ich nicht vergeben habe. Ist ja meine Abwehr. Im Grunde immer gegen mich selbst. Es spiegelt meinen Hass wider. Und da habe ich mir ein mächtiges System hier erträumt. Und davor will ich mich aber nicht schrecken, sondern ich will es gehen lassen. Wenn ich mich schrecke, erstarre ich nur wieder und dann halte ich es doch noch fest und erkläre es für wahr. Dann gebe ich dem ja Bedeutung. Und aus dieser Schockstarre will ich heraus. Dieser Traumatisierung durch meinen eigenen Ego-Wahn. Das kenne ich schon so gut. Und habe ich mir mächtig angewöhnt. Mächtig angewöhnt. Es
es doch nochmal deutlicher und lauter sagen. Und jetzt will und muss ich es mir wieder abgewöhnen, verlernen. Aber auch keine Ahnung wie. Aber durch dein Auftauchen erinnere ich mich. Durch dein Auftauchen lerne ich mich selbst zu betrachten. Komme ich mir selbst nahe. Bis ich bereit bin, mir selbst ganz und gar entgegenzutreten. Die Widerspiegelung des Christus in mir endlich anzuerkennen. Lass mich die Vergebung wahrnehmen, wie sie ist. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mich ganz schön verzettelt. Und habe eine verzerrte Wahrnehmung, eine verdrehte Sicht. Davon zurückzutreten und zu sagen, hey, ich habe einfach keine Ahnung. Ich will mich frei lassen. Ich will die Vergebung hier in diesem Traum durch mich wirken lassen. Heiliger Geist, ich brauche Hilfe. Vater, ich brauche Hilfe. Ich habe keine Ahnung, wie ich auf all das hier schauen soll. Ich will mich nicht mehr einmischen. Ich will nicht mehr vorbrechen. Ich will nicht mehr aus meiner Bedürftigkeit heraus handeln. Aus dem Mangel heraus. Aus der Angst heraus. Ich bin, wie Gott mich schuf, mächtiger Gefährte. Reiner Geist. Der auferstandene Christus. Sieh nur das. Sieh nur das. Und es wird immer leichter, immer leichtfüßiger. Die verdrehte Sicht dessen, was die Vergebung bedeutet, ist leicht zu berichtigen, wenn du die Tatsache akzeptieren kannst, dass Verzeihung nicht für das erbeten wird, was wahr ist. Die Wahrheit ist einfach wahr. Total verlässlich. Ist einfach da. Ich muss mich nicht darum kümmern, weil ich als das Kind Gottes wahr bin. Als der reine Geist wahr bin.
Das Falsche muss ich korrigieren. Da ist Verzeihung, Vergebung nötig. Um das Wahre muss ich mich nicht kümmern. Das ist ja totale Entspannung. Das ist ja Gott. Das bin ja ich. Aber dieses komische, unbehagliche Gefühl, diese Anspannung, diese Verzerrung, diesen Nebel, diese Dumpfheit oder Dunkelheit, das muss ich vergehen lernen. Gehen lassen, ohne dem eine besondere Bedeutung zu geben. Deshalb ist ja die heutige Übung so kurz. Schau nur kurz hin auf den, der dir scheinbar was angetan hat. Und dann lass es gehen. Halte dich nicht mehr damit auf. Nicht so einfach, weil ich manchen scheinbar einen stärkeren Stempel aufgedrückt habe als anderen. Ist ja wie bei manchen wie ein Brandmal. Und ich kann es nicht vergessen. Es hat alles keine Bedeutung, weil dies hier nur ein Traum ist. Es ist nur der Ego-Wahn, der diesem, was mir scheinbar so wehgetan hat, mehr Bedeutung gibt als der Nachbar, der mir vielleicht nur ein bisschen wehgetan hat. Rangordnung? Rangordnung. Ich mache Unterschiede. Aber Schmerz ist Schmerz, Leid ist Leid, Angst ist Angst. Es nimmt mir meinen Frieden. Nichts kann meinen Frieden stören. Also die Vergebung muss auf das begrenzt sein, was falsch ist. Das Falsche muss ich aussortieren. Deshalb bitte den Heiligen Geist um Hilfe. Er wird dir sagen. Er zeigt dir die Wahrheit. Durch das Annehmen der Sühne, der Berichtigung. Sünde und Schuld sind unmöglich. Die Vergebung ist nur für die Illusionen erforderlich. Die Vergebung selbst ist die letzte Illusion. Naja, und hier habe ich mir haufenweise Illusionen gemacht. Wahrscheinlich viel zu tun zu haben. Aber es ist alles eins. Weil alles nur der eine Geist ist. Entweder Ego-Geist oder Heiliger Geist. Entweder Angst oder Liebe. Deshalb kann ich es alles auf einen Schnips im Grunde vergeben. Die Augenblicklichkeit der Erlösung. Indem ich mich nur für Gott ausrichte und nur seinen Willen tue und meinen Eigenwillen komplett aufgebe, der einfach nicht mehr da ist. Ich mich einfach nur noch führen lasse. Es geht nicht mehr um mich, was ich will. Überhaupt nicht mehr. Gar nie, ist nie darum gegangen.
bin hier nur eine Traumfigur. Hat keine Bedeutung. Existiert nicht in Wahrheit. Und es braucht keine Bedürfnisse. Weil in Gott alle Bedürfnisse befriedigt sind. Da gibt es diesen Begriff gar nicht. Da gibt es ja keinen Mangel. Also muss ich hinschauen lernen, wie stark und mächtig der Glaube noch an Sünde und Schuld ist, wie viel Bedeutung ich dem gebe. Ich muss ihm die Bedeutung entziehen. Weil es mich gefangen hält. Weil es ständig immer wieder noch Waffen hervorholt, mit denen ich nicht gerechnet habe. Wo ich doch dachte, ich hätte schon längst vergeben. Da ist aus dem Eierkuchen ein Pustekuchen geworden. Hab mich wohl geirrt. Okay, gut. Danke, dass ich es sehen darf. Ich will die Sühne annehmen. Heiliger Geist, ich brauche Hilfe. Bitte hilf mir, wirklich meine unwahren Gedanken vergehen zu lassen, sie wandeln zu lassen. Für die heilige Sicht, für die gütige Sicht. In mir. Solange ich mich hier als der Träumer wahrnehme, Sünde und Schuld wahrnehme, urteile, mache ich die Schuld immer noch, erkläre ich die Schuld immer noch für wahr. Meine Urteile sind ja meine Projektion der Schuld. Irgendeiner uralten Schuld. Sonst müsste ich doch nicht mehr urteilen. Und dann ist da so ein versteckter Glaube, dass ich die Schuld gar nicht vergeben kann. Eben dieses Brandmal nicht weggeht. Und ich eben Angst habe, dass es tatsächlich nicht weggeht. Und mir das einzugestehen. Hey, ich habe Angst. Ich weiß nicht wirklich, wie ich auf den Bruder, sprich auf mich selbst schauen soll, damit wirklich Frieden in unserem Geist ist. Dass ich dem Bruder wieder total in Liebe begegnen kann. Und ich eben nicht wieder bei irgendeinem kläglichen Angriff wieder total in Angst versinke.
Nichts kann meinen Frieden stören, Bruder, nichts. Ich bin der heilige Sohn Gottes. Ich bin du. Ich muss mich erheben. Ich muss Frieden geben. Ich muss vergeben, was nicht geschehen ist, was ich mir nur durch meine Komplexität ersponnen habe und für wahr erklärt habe. Sünde und Schuld sind unwirklich. Es ist die Unwirklichkeit der Sünde, die die Vergebung natürlich und ganz und gar vernünftig macht. Zu einer großen Erleichterung für die, die sie anbieten, zu einem stillen Segen, wo sie empfangen wird. Sie leistet Illusionen keinen Vorschub, sondern sammelt sie leichthin mit einem kleinen Lachen ein und legt sie sanft der Wahrheit zu Füßen. Dort schwinden sie völlig dahin. Mitsamt der Vergebung, die ja die letzte Illusion ist. Lass dich erweichen, mein lieber Bruder. Und dann kann keine Härte der Schuld oder der Sünde in dir sein. Lass dich noch viel mehr erweichen. Und lass diese zarte Blüte der Vergebung, der weißen Lilie, durch dich erblühen. Schau nach innen. Schau nach innen, schau auf dich, wie sie in dir erblüht, so lichtvoll, so hell und strahlend, und nur diesem Folge. Der Heilige Geist ist mit dir, Jesus ist mit dir, Gott ist mit dir. Alle heißen dich willkommen, heiße auch du dich willkommen. Vergib dir, Bruder. Es ist nichts geschehen. Es ist nichts geschehen. Schau auf diesen gegenwärtigen Moment. Schau in dich, durch dich und sieh deine Heiligkeit und deine Herrlichkeit. Sieh deine Liebe. Du bist voller Liebe, die einfach nur gegeben werden möchte. Lass dich davon berühren, von deinem eigenen Geben und Empfangen. So lieblich.
Vergebung ist das Einzige, was innerhalb der Illusionen dieser Welt für die Wahrheit steht. Sie schaut auf dich, auf jeden Bruder, mit ruhigen Augen und sagt dir, mein Bruder, was du denkst, ist nicht die Wahrheit. Weil dieses Denken hier ist nicht von Gott. Denk an Gott und du wirst anders denken. Da kannst du nur Liebe denken, weil Gott nur Liebe ist und du bist es auch. Dann kannst du auch nur Liebe sehen. Wenn dem nicht so ist, dann bin ich nicht mit Gott. Und nur das brauche ich zu berichtigen. Also vergib, du öffnest nur deine eigene Tür in deinem Innersten, um noch weiterzugehen. Lass dir den Weg der Wahrheit zeigen durch die Vergebung. Du siehst es durch deinen Bruder und im Endeffekt immer durch dich selbst. Er ist dein Wegweiser. Er ist dein Gefährte hin zu Gott. Ich entscheide, ob ich dem Weg folgen will oder nicht. Oder ob ich lieber noch ein bisschen in der Schuld mich herumwälze, weil ich ja Recht haben möchte damit. Das ist ein ganz einfacher Weg, die Tür zur wahren Vergebung zu finden und wahrzunehmen, dass sie weit offen zum Willkommen steht. Wenn du spürst, dass du versucht bist, jemanden einer Sünde in irgendeiner Form zu bezichtigen, erlaube deinem Geist dann nicht, bei dem zu verweilen, von dem du denkst, er habe es getan. Denn das ist Selbsttäuschung. Das sind Projektionen, Abwehr, Trennung. Sprich den Bruder nicht mehr schuldig. Es ist meine eigene Kreuzigung. Es ist meine eigene Kreuzigung. Also frage dich immer selbst, würde ich mich selbst dessen anklagen?
Würde ich selbst wollen, dass der Bruder mir das vor die Füße wirft, was ich ihm vor die Füße werfe? Es ist immer wieder die Umkehrung. Mein größtes Lernen. Und das ist schwierig für mich, weil ich ja Recht haben möchte, weil ich ja projizieren möchte. Und das jetzt umzukehren und auf mich selbst zu schauen, wie das wäre, wenn ich das zu hören bekomme oder gezeigt bekomme, wie sehr ich selbst noch an Sünde und Schuld glaube. Das kann ganz schön brutal sein. Ne? Das hat aber keine Bedeutung, mein lieber Bruder. Es ist nichts geschehen. Leg die Waffen nieder. Nichts ist bedroht. Es sind nur Lügen, die verurteilen. In Wahrheit ist Unschuld das Einzige, was es gibt. Die Vergebung steht zwischen Illusionen und der Wahrheit, zwischen der Welt, die du siehst, und dem, was jenseits liegt, zwischen der Hölle der Schuld und des Himmels Pforte. Die Vergebung ist einfach nur ein Mittel. Mir gegeben durch den Heiligen Geist, so lange, bis ich mich als den totalen Kanal für Gott annehme. Es ist wie ein Reinigungsmittel, die Vergebung. Die Brücke der Vergebung. Mit dem Heiligen Geist und mit all den Brüdern wandeln wir darauf. Über diese Brücke, die so machtvoll wie die Liebe ist, die ihren Segen darauf legte, werden alle Träume vom Bösen und von Hass und Angriff schweigend der Wahrheit überbracht. Sie werden nicht behalten, um sich aufzublähen und zu toben und dem törichten Träumer Schrecken einzujagen, der an sie glaubt. Er wurde sanft aus seinem Traum geweckt, indem er verstand, dass das, was er zu sehen glaubte, niemals da war. Jetzt kann er nicht mehr das Gefühl haben, dass jegliches in drinnen ihm verweigert worden ist. Nichts wurde dir verweigert, alles ist dir gegeben. Der Gabentisch, wie immer, ist reich gedeckt, es hat sich nichts verändert. Ich kann wirklich aufhören, gegen mich selbst zu kämpfen, den Widerstand aufgeben. Die Vergebung ist sanft und tut nichts. Ich muss es üben für meine eigene Befreiung. Um zu lernen, milde und geduldig zu sein,
liebevoll. Gütig mit mir selbst zu sein. Die heilige Sicht durch mich wirken zu lassen und mich selbst nicht mehr auszuklammern. Bisher habe ich mich immer an den Bruder geklammert und habe vergessen, im Grunde auf mich selbst zu schauen. Oder konnte das durch den Bruder noch nicht wahrnehmen, dass ich ja immer auf mich selbst schaue. Und dann stell dich mal selbst vor den Spiegel und schau dich in Liebe an. In Heiligkeit. Und dann wirst du sehen, was du gelernt hast. Wie sehr du den Bruder benutzt hast, um doch nicht wirklich zu vergeben. Es ist ein Kurs in selbst großgeschrieben Liebe, selbst großgeschrieben Vergebung, selbst großgeschrieben Betrachtung. Der eine Geist, der eine liebende Geist. Es geht nicht um Körperaugen. Nimm die vergebende Sicht für dich selbst an. Lass die unwahren Gedanken ziehen. Verbinde dich mit der Wirklichkeit. In dir. Deswegen üben wir jetzt wahre Vergebung. Damit die Zeit der Verbindung nicht mehr aufgeschoben werde. Denn wir möchten in Freiheit und in Frieden unserer Wirklichkeit begegnen. Das willst du doch. Freiheit und Frieden. Dann gib alles. Gib alles. Damit du es erfährst. Unsere Übung wird zu den Fußstapfen, welche den Weg erhellen für alle unsere Brüder, die uns zur Wirklichkeit nachfolgen werden, die wir mit ihnen teilen. Sei du das Licht, mein lieber Bruder. Damit der Bruder dir nachfolgen kann. Damit dies vollbracht werde, lass uns heute eine Viertelstunde, ich rede jetzt schon wieder lange, wir können jetzt einen Moment in die Übung gehen. Vielleicht hast du sie heute schon getan. Mal schauen, wie lange. Es geht im Grunde nicht um Zeit, sondern um Geist, im Geiste Gottes. Vielleicht bist du in einem Schnips durch. Lass dich führen. Nimm dir Zeit mit Gott. Durch den Heiligen Geist oder mit Jesus und schau vergebend auf deinen Bruder. Lass mich die Vergebung wahrnehmen, wie sie ist. Darum bitte, Vater, Gott, Heiliger Geist, lass mich die Vergebung wahrnehmen, wie sie ist. Und jetzt schau auf den Bruder, dem du noch nicht vergeben hast,
Er ist da. Eire nicht damit rum. Der Heilige Geist hat ihn dir gegeben. Zähle seine Sünden auf. Und halte dich damit nicht auf. Sei klar und deutlich. Zähle es einfach auf. Was auch immer da kommen mag. Vielleicht ist mein Geist erstmal verwirrt, weil ich Angst habe, da drauf zu schauen. Weil ich Angst habe vor diesem Schmerz. Oder weil es so lange im Verborgenen war, in der Verdrängung. Dann ist es so dumpf und nebulös. Lass dir Zeit. Dafür ist dir die Zeit als Mittel gegeben worden. Es ist mir nur die Frage, wie nutze ich es? Wie vernünftig bin ich damit? Also achte darauf, bei keiner davon zu verweilen, sondern werde dir darüber klar, dass du seine Vergehen lediglich dazu benutzt, die Welt von allen Ideen der Sünde zu erlösen. Sage dir, dass das nicht wahr ist. Erwäge kurz all die bösen Dinge, die du über ihn dachtest, und frage dich jedes Mal, würde ich mich dafür verurteilen, das getan zu haben?
Lass den Bruder ziehen. Lass ihn frei. Es ist deine eigene Befreiung. Und spüre, wie sehr es dir Leichtigkeit, Helligkeit beschert durch deine Vergebung. Wie du dich erhebst. Du kannst es förmlich körperlich spüren. Diese Enge in deiner Brust. Dein Aufrichten des Körpers. Deinem Hinwenden zum Licht. Das ist Auferstehen. Sich über all das zu erheben und Frieden zu geben, Segen zu geben. Entrinne aus den schweren Ketten. Entrinne aus den schweren Ketten. Du hast versucht, sie dem Bruder aufzuerlegen. Das sind die Projektionen. Sorry, dass da immer so Geräusch reinkommt. Ich weiß nicht, wie man den Ton abstellt. Und ich habe es mir selbst auferlegt. Und das muss ich mir vergeben lernen. Also deshalb brauche ich Übung, 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 Übung. Beständig. Ich greife mich immer nur selbst an. Ich greife mich immer nur selbst an. Ich muss lernen, durch diese Illusionen hindurchzuschauen und mir selbst zu sagen, lass mich die Vergebung wahrnehmen, wie sie ist. Würde ich mich dessen anklagen? Schau auf dich. Ich will mir diese Kette nicht anlegen. Dir muss klar sein, bei all diesen Projektionen und Urteilen kreuzige ich und ich kreuze mich immer nur selbst. Und niemand wird allein gekreuzigt. Und niemand kann allein eingehen in den Himmel.
Also steh auf. Gehe den Weg der Wahrheit, der Liebe und des Friedens, des Lächelns und der Freude, der Dankbarkeit und Güte. Leg die Waffen nieder und geh los. Lerne und verlerne, so wie Gott will. Und sein Wille geschehe, denn das ist in Wahrheit mein Wille und nichts anderes. Ich danke dir so sehr für diese tiefe Erinnerung. So mächtig, so heilsam. Im Miteinander, deshalb braucht es einen jeden. Also rufe ich dich im Namen des Vaters. Steh auf. Das ist Auferstehen. Amen. Wir sehen uns. Fühl die Liebe und den Segen des Vaters.